Leute, ich sitze jetzt hier im Gefängnis, weil ich habe ja mit King Crimex GTA gespielt, weil ich ja alle Sachen da geklaut habe in GTA. Jetzt rufe ich erstmal Marvin an, bis er kommt. Guck mal, hier die Stäbe an hier. Die sind ja alle fest, ey. Heute spreche ich jetzt aus, dann werde ich einen Tag Verbrecher sein. Ey Leute, hier ist das Gefängnis. Leontin hat mich gerade angerufen, dass sie ihn mitgenommen haben. Der sitzt in Haps und er meint irgendwie, dass er jetzt ausbrechen kann. Und ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich jetzt irgendwie filme. Let's go, wir müssen jetzt hier lang. Die JVA da hinten sitzt er drin. Ne? Leute, Leontin einfach im Gefängnis drin. Ne? Ich weiß auch gar nicht, was er gemacht hat. Alter, gebt euch mal dieses Riesengebäude da alles an. Junge, auch dieses Riesengebäude. Da vorne ist auch so Stacheldraht. Wo ich jetzt noch hin muss, guckt euch mal diese riesen Gefängnismauern an. Alter, wirklich hier. Alter Leute, guckt euch mal diese riesen Mauern alles an. Ich würde sagen, ich gucke jetzt erstmal, ob Leontin jetzt irgendwo hier finde. So Leute. Ich würde sagen, ich gucke jetzt erstmal, wo Leontin ist. Ey Leontin, da bist du ja! Alter, wie siehst du denn aus? Was ist das denn? Was hast du denn am Bein gehabt? Ja, dieses scheiß GPS-Teil. Ja, klopft das weg hier, warte, leg da hin einfach. Komm, Alter, warte, lass liegen. Ey, Alter Leute, hier ist das Gefängnis. Leontin, bist du ausgebrochen oder was? Komm, lass mich schnell abhauen. Alter, oh mein Gott, Leute. Leontin, wie bist du denn ausgebrochen? Oha, geisteskrank. Hast Knast-Outfit an oder was? Zeig mal, wie düst du denn aus? Ey, Leontin, heute bist du einen Tag Verbrecher, ne? Ja. Let's go. Komm, Leute. Oh mein Gott. Lass mal schnell weiter. Ey, Marvin, soll ich sagen, wieso ich im Gefängnis war? Nee, wieso? Was war denn? Warum bist du überhaupt drin gewesen? Ich hab mit King Crimex im GTA-Video viel zu viel rumgeschossen und geklaut. Ja? Ja. Alter, und heute willst du schon wieder einen Tag als Verbrecher leben, oder was? Echt jetzt? Ja. Ja, aber dann buchten die dich wieder ein, oder was? Nein, machen wir nicht. Ja, lass mal jetzt schnell abhauen, ne? Ja. Komm. Komm, wir hauen jetzt ab. Ja, komm, schnell. So, Marvin, ich werde jetzt erstmal der Polizei erstmal einen kleinen Tipp geben. Ich rufe die jetzt an und werde sagen, dass ich ausgebrochen bin. Du willst der Polizei anrufen, dass du ausgebrochen bist und... Echt jetzt? Ja. Aber du bist halt Verbrecher, du gibst ihnen ja voll die Chance damit. Ja, ist doch egal. Ich bin ja eh der Beste, wo die in der beste Einbrecher da drin. Ey, du bist geisteskrank. Lass mal jetzt. Okay, da rufen wir jetzt die Polizei an, ne? Ja. Warte kurz, ich muss will kurz. So, Leute, jetzt wird die Polizei angerufen. Ey, Leontin, du bist krank. Oh, ist gerade besetzt. Vielleicht sind die gerade im Einsatz. Hallo? Polizei Mannheim, hallo? Ich bin ausgebrochen. Heute werde ich 100 Gesetze brechen. Jetzt könnt ihr hallo, mich... Ganz ruhig. Mit wem rede ich hier? Ja, mit Leontin. Du bist Mensch. Okay, du heißt Leontin. Leontin, wie alt bist du denn überhaupt? 28. Genau. Du bist 28? Der, wo im Gefängnis war. Der Beste. Du warst im Gefängnis? Ja, in ja. Im Gefängnis warst du Sag, denn? Du wohnst in Österreich. Ich wohne in Österreich bei deiner Mutter. Psst. Ja, wieso rufen Sie die Polizei in Deutschland an, wenn Sie in Österreich sind? Hm? Ja, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Sag dir mal, dass du dich verfehlt hast und dass das nicht so gemeint war. Leontin? Ja? Sind deine Eltern vielleicht in der Nähe von dir? Nein, ich bin 28. Kann es sein, dass du einen Scherzanruf machst? Nein, ich bin 28 Jahre alt, ich habe nur einen Stimmbruch. Warst du noch nicht im Stimmbruch, bist aber 28 Jahre alt? Ja, ja. Und du bist aus dem Gefängnis ausgebrochen und willst jetzt Gesetze brechen? Ja, ich will Gesetze brechen. Kannst du mir vielleicht dann sagen, wo wir dich finden können? Dann würde ich jetzt die Kollegen losschicken, dass sie mal nach dir sehen. Nein, Kostecki! Ey, du bist doch verrückt, ey. Leontin, ey, du kannst doch nicht einfach die Polizei jetzt... Ach, egal. Jetzt suchen die uns, Mensch. Ach, egal. Okay, dann lass jetzt mal weiter, ne? Ja. Leute, der ist verrückt, der ruft einfach die Polizei an. Okay, ach, egal. Ja, egal. Komm, dann lass mal durchstarten. Ey, Leontin, ja. Du bist ja jetzt gerade auch schon aus dem Knast ausgebrochen, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Bank rein und dann räumen wir erstmal die Kohle da raus, ne? Holen wir erstmal richtig Geld, ne? Ey, was hast du eigentlich für ein geiles Outfit an? Das ist auch noch das Knast-Outfit, ne? Lass jetzt mal reingehen, komm, wir holen jetzt ganz schnell das Geld hier aus. Pass auf, Auto kommt. Wir holen jetzt erstmal das Geld aus der Sparkasse, ja, Leute. Marvin, ja? Ich kenn einen Trick. Was denn? Komm, ich sag's dir. Was denn, Leontin? Du musst das einbringen, bezahlen, wie viel Geld du haben willst. Und da, ohne Karte und so. Dann kommst du einfach raus? Ja, komm einfach raus. Echt jetzt? Kennst du, oh Alter. Das ist ein geistkranker Trick. Hier ist ja der Geldautomat. Und hier klappt das jetzt, oder was? Ja. Oh, hier können wir jetzt Geld rausholen. Das kommt einfach raus. Oh, Leontin, Alter. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja. Ey, du hast ja irgendwas gedrückt. Warte mal. Bargeldauszahlung. Warte mal. Alter, jetzt können wir... Ey, oh mein Gott. Ja. Wie hast du das denn gemacht? Warte, 500 Euro. 500? Ja. Lass mal 500 Euro abheben. Warte. So, jetzt mal gucken, ob wir jetzt 500 Euro irgendwo rauskommen, ne? Alter. Ey, jetzt kommt da Geld raus, ohne dass du das gemacht hast. Oh mein Gott. Warte.
Ey, Leontin, was muss man denn da eingeben, dass das einfach rauskommt? Alter, ey, die ganze Kohle kommt da raus. Du hast einmal den Geldautomat gehackt. Pack das in dein Beutel rein, lass los. Let's go, pack rein, lass los, ne? Ey, lass jetzt mal zu Rewe gehen. Im Knast habe ich gar nichts Richtiges bekommen. Lass mal euch jetzt mal ein Gönjamin-Drink. Ja? Ich habe nur Brot und Suppe gekriegt. Es war voll ekelhaft, diese Scheiße. Echt, war so schlimm, oder was? Ja. Dann lass mal jetzt mal reingehen, ey, ne? Weihnachtsbäume, von denen habe ich alle geklaut. Oha, du bist ja geisteskrank. Ja. So, Leontin, was willst du denn jetzt erstmal essen hier? Takis. Alter, Leute, guckt euch mal die ganzen neuen Sorten an, die hier auch haben. Nimm erstmal eine Packung Takis mit, ne? Willst du was zu trinken? Ja. Welchen willst du? Such dir irgendeinen aus, den du trinken willst. Nimm dein Lieblings-Prime. Okay, dann lassen wir jetzt erstmal, gehen wir jetzt zur Kasse? Nee, wir gehen nicht zur Kasse. Wieso nicht? Hä? Wir gehen einfach so raus. Echt jetzt? Oha. Ja gut, dann lass es jetzt mal machen, ne? Okay, komm. Let's go, Leute. Wir gehen jetzt raus. Wir sehen uns gleich. So, Leontin, jetzt fetzen wir erstmal den Prime weg, ne? Wie schmeckt der? Teste den mal. Wie ein Auto. Was soll man denn für eins holen? Oh, ich habe Lukas den Lambo. Ehrlich? Ey Leute, Lukas wird richtig sauer sein, wenn er das weiß. Sollen wir ihn einfach klauen? Ja. Okay Leute, dann klauen wir gleich Lukas den Lambo. Oh mein Gott, der wird ausrasten. Der hoffentlich merkt das nicht, ne? Mhm. Boah, krieg ich auch einen Taki? So Leute, jetzt fetze ich mal die Takis her. Ja. Die sind gut. Boah, die schmeckt echt gut. Im Knast gibt es nur für Erleichterung. Echt jetzt? So schlimm oder was? Mhm. Boah. Marvin? Was denn, Leontin? Wir müssen jetzt erstmal schauen. Wir gehen jetzt erstmal zu Lukas und ich weiß schon irgendwie, wann den knackt, das Auto. Ja? Ich habe schon 5-mal so ein Lambo geknackt. Echt? Dann lass jetzt mal gucken, ne? Ja. So, Leontin, wir gehen erstmal Lukas rein. Wir sagen einfach, wir wollen kurz ein bisschen chillen bei dem, ne? Und dann klauen wir irgendwie den Schlüssel von ihm. Let's go. So, wir sind jetzt drin, jetzt muss Lukas ihn noch reinlassen. Klingeln mal. Leontin, ist total der Mensch. Jetzt wird er noch sauer. Hallo, du machst die Tür noch kaputt. Moin, oh. Lukas! Hä, Digga, was macht ihr denn hier? Ja, wir dachten, wir kommen ein bisschen rein, ein bisschen chillen bei dir und so. Was? Bisschen chillen? Ja. So, ich nehme gerade einen Vlog auf. Kann ich filmen so? Ja, okay. Moin, willst du Leuten was sagen? Ey, Leute, könnt euch auf jeden Fall die neuen Handyhüllen, 9.12., 14 Uhr, lukasbs.de, ihr wisst Bescheid, Mann. Genau, ey, Lukas, können wir reinkommen? Ist draußen auch total kalt und so hier. Ja, komm. Ja, komm, kommt rein, Jungs. Komm, wir chillen erstmal. Ey, kannst du uns mal was zu trinken holen? Wir haben total Durst. Ja, was wollt ihr? Cola. Genau. Cola? Ja, Cola. Kriegt ihr, ne? Ey, Leontin, lass mal jetzt den Schlüssel einfach klauen. Wo ist denn der? Warte mal. Warte mal. Wo ist denn der? Ach, da. Drei. Du willst auch noch eine. Alter, ist der das? Steck den mal ein, warte. Steck den einfach nur ein. Lukas? Ja. Ich glaube, wir haben doch keinen Durst mehr. Bro, ich habe extra jetzt 3 Cola geholt. Guck mal. Ich habe extra Winter Edition für euch. Ja, okay. Ach, egal. Die sind alle gleich. Tschüss. Hä? Ja. Hä, Leute, wollt ihr die jetzt nicht mehr, oder was? Nee, wir gehen. Tschüss. Okay, Lukas, wir gehen dann schon mal, ne? Ja, Jungs. Ne? Ciao. Danke für die Getränke und so. Ja, tschüss. Hey, Leontin. Da. Der neue Merch. Klau mal eine. Ey, Alter. Komm nimm mit. Ich in deine Jacke und lass mal runtergehen. So, komm, Leontin. Was soll ich jetzt machen? Jetzt klauen wir Lukas sein Lambo, ey. Ja, Leute, wir sind jetzt hier in seiner Garage. Oh mein Gott. Ey, ich sehe ihn schon. Ich sehe den Lambo da hinten. Da ist er. Alter, ist Lukas sein Lambo. Ey, das ist so ein krasses Auto. Ich fahre den jetzt raus und dann kannst du einsteigen, ne? Boah, ist der fett, ey. Geisteskrank, Leute. Boah. Alter, wir klauen jetzt einfach den Lambo von Lukas. Oh, Alter! Der ist ja geisteskrank laut. Herr Leontin, steige ein. Ja. Wir haben jetzt Lukas sein Auto geklaut. Alter, ey, ich hoffe nicht mehr. Wird er es niemals merken, dass wir das Auto hier geklaut haben. Ey, oh mein Gott, wir haben einfach Lukas sein Auto. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. Hey Leute, Leontin hat ja einfach seine Mütze vergessen. Ich glaube, ich bringe das den mal eben raus. Und ja, so. Digga, wo ist mein Lambo-Schlüssel? Digga, die haben meinen Lambo-Schlüssel Hä? Oh mein Gott, Leute, irgendwie mein Lambo-Schlüssel fehlt gerade. Ich muss jetzt ganz, ganz schnell runter mal zum Lambo gehen. Ey, Digga! Ey, mein Lambo! Ey, da ist Lukas! Lukas! Shit, der hat uns gesehen. Jemand versucht, dich zu klauen, Mann. Mach schnell zu. Digga! Ey, was soll das, Digga? Ey, Leontin, wir müssen abholen, wir können den nicht mehr nehmen. Ja.
Lass mal, Lukas, du kriegst ihn wieder. Tschüss. Ja, ich mach schon aus, wir gehen schon. Der ist ja richtig sauer jetzt, glaube ich. Wenn du gleich aussteigst, vorsichtig, ne? Ach so. Ey, Lukas. Ey, ich glaube, es hackt oder was? Was ist denn? Ey, ich hab gesehen, Leontin hat hier seine Mütze vergessen. Ich wollte euch noch bringen, da sehe ich, dass mein Laboschlüssel fehlt. Ey, Mann, du hast die Mütze vergessen, ey, du Dussel. Der hat das gar nicht gemerkt, hätte das. Mann. Oh Mann, jetzt hätten wir das Auto klauen können. Hackt's oder was? Ja, okay, Lukas, wir steigen wieder aus. Tut uns leid. Es war nicht so gemeint. Alter. Oh Mann. Ja, ey, es tut uns leid. Oh, Leontin, weil du die Mütze vergessen hast, ey. Ey, Mann. Leontin, war das deine Idee? Ja, Leontin, war das deine Idee? Nein. War das deine Idee, Mann? Nein, ich wollte das gar nicht machen. Du hättest mich auch fragen können. Ja, Lukas, tut uns leid. Hier hast du erstmal den Schlüssel wieder. Ja, jetzt Mann. Schon mal wieder zurück, ne? Ja, ey, wir wollten nicht mehr mit Mini fahren. Ja, ja, Hashtag Mini Marvin in die Kommentare. Ey, Mann, hör auf mich zu mobben, ey. Aha, Mini Marvin. Ey, Mann. Lukas. Und Mini Marvin. Und? Mann, der ärgert mich. Komm, wir gehen weiter, Leontin. Let's go. So, Leontin, du bist ja jetzt gerade hier bei Smith Toys und du bist ja heute einen Tag Verbrecher, ne? Dann würde ich sagen, lass mal hier ein bisschen gucken, ob wir hier was finden. Lass du heute alles machen, was du willst, ne? Weil du bist ja heute ein richtiger Verbrecher. Lass mal gucken, ob wir irgendwas finden, was du mitgehen willst, ne? Findest du irgendwas cool, was richtig geil ist? Lass mal gucken, ne? Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob wir irgendwas Geiles mitnehmen sollen. Leute, wo läuft Leontin denn jetzt hin? Will er jetzt abhauen mit dem leeren Karton oder was? Boah, hier sind so richtig geile Autos und so. Boah, ne Nerf. Boah, eine Roblox-Nerf. Ja. Ist ja auch richtig fett hier, 40 Euro. Aber wir zahlen sowieso nichts für alles. Ist alles umsonst. Hier, guck mal, eine Nerf von Minecraft. Nee, die ist doch viel zu klein. Ja, du hast schon recht. Ey, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass du heute nicht von der Polizei erwischt wirst, weil du bist ja einfach ausgebrochen, ne? Boah. Ey, Leontin, die ist es. Komm, weißt du was? Warte, schau mal. Du bist heute Verbrecher, weißt du was? Welche, guck mal, die ist auch fett, ne? Ja, ey, welche? Welche findest du besser? Ich weiß nicht. Die ist auch dick, ne? Ja. Komm, nimm die mit. Warte, lass erst mal schauen. Nee, komm, die nehmen wir direkt mit. Steck die ein. Komm, wir gehen jetzt einfach raus. Denk dran, heute müssen wir nicht bezahlen. Ja. Leute, wir gehen jetzt erstmal raus. Hoffentlich fallen wir nicht auf. So, Leontine, lass mal rausgehen jetzt. Ja. Komm hier durch. Komm schnell. Let's go, Leute. Ja. Alter. Ey, Leontine. Ja. Let's go, du hast das Ding auch einfach mitgehen lassen. Als Verbrecher ist ja richtig krass, ne? Mann. Komm, lass mal schnell weitergehen, ne? Ja. Ich hab noch eine Jacke hier für dich. Hier, nimm die mal. Hier, zieh an. Und dann lass mal damit rumschießen, komm. So, Marvin, bevor ich meine Nerf auspacke, möchte ich erstmal zu McDonald's, da können wir auch rumschießen, weil ich habe richtig knackigen Hunger. So, Marvin, wir sind jetzt bei McDonald's und heute werde ich nicht bezahlen, weil wenn das Essen auf der Kiste steht, dann werde ich es einfach mitnehmen und einfach essen. Dann Alter, essen Leontin, du willst einfach das Essen vom Tresen nehmen, wenn da was fertig ist, was die Leute bestellt haben? Ja, und dann können wir unsere Waffe austesten. Ja, okay, dann lass mal reingehen, dann machen wir das jetzt, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein, nehmen deine Bestellung von dem da. Let's go. So Leute, da steht noch nichts. Wir warten jetzt hier so lange, bis der Essen steht. Dann nimmst du das einfach weg und dann gehen wir hinten in unser Zuhause rein, ne? Ja. Let's go. Ey, Leontin. Ja. Wir sitzen jetzt hier. Wenn da irgendwie was zu essen steht, nimmst du das einfach mit und dann gehen wir direkt ins Haus rein, okay? Mhm. Tue dich da mal nicht aus beobachten. Dann machen wir das. Das machen wir dann gleich, wenn wir gegessen haben, ne? Knallen wir alle ab damit. Bam, bam. Ey, Leontin. Ich glaube, da steht Essen. Geh da einfach hin und klau das und lauf unser Zuhause rein. Let's go, Leute. Leontin zieht durch. Der nimmt das Essen mit. Oh, hast du es? Geh in unser Zuhause rein, schnell. Komm, schnell, zieh durch. Wollt ihr das sehen? Oh, Leute, Leontin zieht durch. Ey, die haben gar nichts gemerkt, also wirklich gar nichts. Er hat es einfach mitgenommen. Geisteskrank, der Junge. Da, Leontin. Zeig mal her, was hast du denn jetzt? Was haben wir jetzt zu essen hier? Da ist noch die Hälfte verloren. Ja, hoffentlich haben die gutes Essen bestellt. Ja. Ist das denn? Da ist ein Keks drin oder was? Mehr nicht? Ja. Ey, Pommes und Burger. Chicken Burger. Noch mehr Pommes. Ja, lass mal aufessen jetzt alles, ne? Hey Leute, ich esse jetzt hier Burger Pommes. Der Cloud schmeckt einfach am besten. Mmh. Lecker. Ey Leontin, das ist echt Ehre von dir, dass du uns hier alles umsonst besorgt hast, ne? Ey, die haben auch gar nichts gesagt, dass du heute hier als Verbrecher lebst und alles. Geisteskrank. Haben wir alles hier umsonst gekriegt. Bau mal deine neue Knarre jetzt aus hier. Boah, die sieht richtig fett aus, die Nerf. Leute, wie findet ihr die? Schreibt jetzt mal alle in die Kommentare. Boah. Alter, die ist ja richtig krass. Ey, ich mach die jetzt. Warte, wir müssen erst Kugeln reinmachen. Ich mach das eben. So, Leontin, ich mach mal die Kugel hier rein. Aber ich schieße. Ja, du schießt gleich. Leontin, mach jetzt Kugeln rein, du kannst jetzt gleich schießen. Warte eben. So, Leontin, zeig mal deine Knarre, die du hast. Alter, oh, schieß mal. Boah, Leontin kann nicht mehr zurückladen, obwohl die ab 3 ist. Jetzt zurückdrücken und schieß. Boah! Alter, mal normal. Und jetzt, Leontin, schieß mal. Oh, heftig. Ich würde sagen, lass mir jetzt weiter, ne? Let's go, komm Leute, wir gehen weiter. Was denn? Ich will ja heute Verbrecher. Ich
werde jetzt auch was Gutes tun. Ich werde jetzt gucken, ob die Milch gut ist. Wie, du willst testen, ob die Milch gut ist? Achso, ja, okay, Leontine macht das gleich mal, ne? Warte, nimm mal die anderen da. Trink mal jetzt hier Frischmilch draus. Alter, du trinkst ja richtig da draus. Boah, hat geschmeckt? Mm. Alter, ist ja voll durchgezogen, ne? Erstmal Frischmilch getrunken hier. Man muss mal gucken, ob die frisch ist, ne? Ganz wichtig. Heute darfst du heute alles machen, was man eigentlich nicht darf. Hat die Stift- und Warentest bestanden oder eher nicht? Mm, nicht gut. Nicht gut? Nee. Also durchgefallen, mach zu das Ding, ne? Abgestöpselt. So, Leute, wir gehen jetzt hier ins Geschäft rein. Paulberger. Hier ist das Paulberger Lager-Limo. Und wir werden jetzt erstmal das Lagerlimo von iCrimex leerräumen, ne? Wir klauen jetzt die ganzen Paulberger-Limo. Paulberger! Leontine, ist zu laut, mein Schmäh. Was war das denn? Steh auf, Verbrecher, kriech nicht über den Boden. Komm jetzt, Scheiße. Leontine, wir machen das jetzt so. Du läufst jetzt ins Lager rein und klaust die ganze Limo, mach das ganze Auto voll und wir sehen uns dann gleich im Auto und dann ziehen wir voll durch, okay? Okay. Let's go. Los, zieh durch. Wir sehen uns beim Auto. So, Leute, wir haben den ganzen Kofferraum voll mit Paulberger Limo. Wir zeigen euch das gleich alles. Leontine, das ganze Lager leer geräumt. Ja. Let's go, lass mir jetzt ganz schnell abhauen, vor die Bullen zu kriegen, ja, ne? Mach. Let's go, Leute. Ja. Fahren jetzt ganz schnell weg. Hey, Leontine, ja. Wir haben ein richtig dickes Problem. Ja. Ich weiß nicht, ob man es schon sieht, Leute. Die Bullen sind hinter uns. Ja. Ey, die suchen dich, ne? Weil ja, du aus dem Knast ausgebrochen bist. Ja. Leute, ihr hört's. Oh Mann, ihr müsst jetzt richtig Späne Mann, geben. Mach ganz schnell, mach schnell. Ja, ja, wir fahren schon 200 gleich hier auf der Landstraße. Ja, ja. Oh mein Gott, Leute. Die haben einfach Paulberger Limo-Lager leer geräumt. Hoffentlich kriegen wir uns nicht. Nicht so laut hier. Let's go. Paulberger Limo. Ey, wir zeigen euch gleich alles, Leute. Wir haben ganz Kofferraum voll. Ja. Let's go, Leute. Let's go. Ey, wir müssen Schluss machen. Lasst einen Daumen oben da, kostenlos Abo, Leute. Ciao.